Jeden Tag werden in Spielhallen, Spielbanken und bei Sportwetten allein in Niedersachsen 1,5 Millionen Euro verzockt. Thomas B. ist glücksspielsüchtig. Den Namen haben wir zu seinem Schutz geändert. In den vergangenen rund 20 Jahren hat er insgesamt fast 800.000 Euro verspielt. Zweimal hat er wegen Beschaffungskriminalität im Gefängnis gesessen. Wenn du in die Halle reinläufst, da sind halt extreme Reize wie die Musik, die Melodie von dem Spielautomat, die Atmosphäre, die Spannung, die Fastgewinne, wie ich immer so sage, an den Bildern. Und das hat mir ziemlich viel gegeben. Ich war da voller Euphorie und Glücksgefühle und Dopamin hat sich da extrem ausgeschüttet. In Deutschland waren Online-Casinos bislang nur in Schleswig-Holstein erlaubt. Doch durch den neuen Glücksspielstaatsvertrag ändert sich das nun. Wer künftig im Netz an Glücksspielen teilnehmen will, muss unter anderem Angaben zu Namen und Alter machen. Grundsätzlich dürfen Spieler zudem nicht mehr als 1.000 Euro im Monat auf ihr Spielkonto einzahlen. Wir gehen davon aus, dass das etwas ist, wo ein neuer Markt geschaffen wird. Und neue Märkte brauchen immer Anreize, sprich Werbung. Und Werbung ist etwas, da müssen wir nur Kinder fragen. Werbung wirkt. Werbung generiert Neukunden und soll Spielerinnen bzw. Glücksspieler und Glücksspielerinnen bei der Stange halten. Thomas B. hat inzwischen seit 10 Monaten die Finger von den Spielautomaten gelassen, ist aber immer noch verschuldet. Er lebt von Hartz IV und wohnt in einer Obdachlosenunterkunft. Sein größter Wunsch, er will sein Leben wieder in den Griff kriegen. Neid empfinde ich nichts. Also ich habe auch keinen Druck und keinen Drang, da reinzugehen oder spielen zu wollen. Geschweige denn, dass im Kopf sich was vorspielt, also dass ich mir selber was vormache. Ich brauche das Geld oder so. Ich habe null Drang, da reinzugehen. Und es liegt mit Sicherheit daran, dass ich auch die letzten Wochen komplett aufgemacht habe und das alles von mir geredet habe und was mich belastet und dass ich ehrlich und offen bin. Eigentlich soll der neue Glücksspielstaatsvertrag unter anderem den Jugend- und Spielerschutz gewährleisten, doch Forscher sehen darin eher eine große Gefahr. Laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung sind deutschlandweit rund 430.000 Menschen glücksspielsüchtig. Herr Heyer, nach vielen Jahren einigen sich die Bundesländer endlich auf einen Glücksspielstaatsvertrag. Das klingt ja erstmal nach einer guten Sache, aber aus Ihrer Sicht, welche Gefahren birgt diese neue Regelung, gerade bezüglich des Themas Spielsucht? Zunächst einmal begrüße ich, dass es einen einheitlichen Rechtsrahmen gibt, aber das ist schon das einzig Positive am Staatsvertrag. Wir werden alle möglichen Formen des Online-Glücksspiels legal zur Verfügung gestellt bekommen. Das heißt, zocken rund um die Uhr, 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Alles, was das Herz begehrt. Und wir wissen aus der Forschung, dass gerade mit Online-Glücksspielen hohe Suchtgefahren verbunden sind. Und deswegen sehe ich diesen Liberalisierungstrend mit Sorge. Dabei heißt es ja ausdrücklich in diesem Staatsvertrag, dass eben die Entstehung von Glücksspiel und Wettsucht unterbunden werden soll. Ist das dann aus Ihrer Sicht eine hohle Phrase? Naja, es ist ein fauler Kompromiss, so würde ich den Staatsvertrag bezeichnen. Es ist sehr wohl richtig, dass gewisse Spielerschutzmaßnahmen gestärkt wurden. Beispielsweise ein Einzahlungslimit, eine Obergrenze, was Einzahlungen im Online-Bereich anbelangt. Eine spielformübergreifende Sperrdatei beispielsweise oder Früherkennungssysteme. Das alles sind Spielerschutzmaßnahmen, die ich per se erstmal begrüße, aber die im Detail Schwächen aufweisen. Sie haben es angesprochen, es gibt Spielerschutzmaßnahmen, eben ein Einzahlungslimit von 1.000 Euro pro Monat. Danach ist der Spieler gesperrt, kann nicht mehr spielen. Greift das für Sie überhaupt richtig oder ist das viel zu hoch gesetzt? Naja, Gegenfrage. Haben Sie ein Hobby, was mit Suchtgefahren einhergeht, was Sie 1.000 Euro im Monat kostet? Ich persönlich nicht. Ich glaube, diese Grenze ist viel zu hoch angesetzt. Diese gesetzliche Norm ist fatal, zumal es Ausnahmen geben wird. Sie werden demnächst, wenn Sie gewisse Kriterien erfüllen, diese Grenze nach oben verschieben dürfen. Bis zu 30.000 Euro im Monat dürfen Sie dann online verzocken, verlieren. Und wenn diese Grenze erreicht ist, naja, der Offline-Bereich ruft. Sie können in Lottoannahmestellen gehen, in Wettbüros gehen, in Spielhallen gehen, in Gaststätten gehen, in Spielbanken gehen. Also Sie können noch weiter zocken, wenn Sie denn unbedingt wollen und können. Laut einer aktuellen Studie haben ja über ein Drittel aller Deutschen aktuelle Erfahrungen mit Glücksspielen, mit Wettbüros, mit Sportwetten, mit Lotto. Ist das eine Zahl, von der Sie befürchten, dass sie jetzt noch höher geht? Ich glaube, es gibt gewisse Verschiebungen, vor allen Dingen weg von offline in Richtung online. Natürlich, wenn etwas legal ist, wenn etwas entsprechend extensiv vermarktet wird, wird es populärer, wird es in der Mitte der Gesellschaft ankommen und die Teilnahmeprävalenzen werden ansteigen. Ich glaube vielleicht weniger, dass Neukunden dann online zocken werden, vielmehr die Vielspielenden, die ohnehin schon exzessiv Spielenden, werden dann zusätzlich viel Geld im Internet einsetzen und wahrscheinlich auch verlieren.
Welche Maßnahmen müsste man denn aus Ihrer Sicht ergreifen, um ja, suchtgefährdete Menschen mehr zu schützen? Ja, aus meiner Sicht bedarf es dann einen neuen Staatsvertrag mit viel restriktiveren Regelungen. Da reden wir dann in 10 Jahren drüber. Ich glaube, dass wir vor allen Dingen eine wirksame Rechtsdurchsetzung brauchen. Also auch Sanktionierung, wenn Glücksspielanbieter gegen Spieler- und Jugendschutzauflagen verstoßen. Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Dr. Tobias Heyer von der Universität Bremen.